Was geht, Leute? Willkommen zur letzten Folge von Marvel's Spider-Man. Ich hoffe, du bist wieder mit Säbelzentrale. Der dabei. Boss braucht einen Lagebericht für die Garnison in Chelsea. Transporter Romeo verfolgt eine Gruppe Leute, Entflohener. abonniert, aktiviert die Glocke, lasst mir eine Bewertung da und guckt unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Ja, ich habe den alten Anzug an, denn ich will gegen Doc Ock mit diesem Anzug hier kämpfen. Ja, guck, ich wusste es. Mit diesem Anzug will ich gegen Doc Ock kämpfen, ey. Wie bei Spider-Man 2. Nee. Nicht dieser Anzug. Wir schaffen das Unmögliche, Doc. Aber ich muss es zerstören. Mit einer kleinen Eigenkreation. Jetzt bin ich gespannt, was rauskommen wird, ey. Oh. Hä? Was? Alter, krank. Okay. Sieht auf jeden Fall nice aus. Ey, sieht nice aus, ey. Egal, dann halt so. Soll ich etwa betteln? Das wird nicht passieren. Die Welt wird die Wahrheit erfahren, bevor sie dich vom Gehsteig kratzen. Sag ihnen, was du getan hast. Ich... niemals. Ja! Alles, was du hast, gründet sich auf Lügen. Lügen! Du nahmst mir meine Firma, meine Ideen. Jetzt die Wahrheit. Die Wahrheit. Okay. Die Wahrheit ist, deine einzige erfolgreiche Arbeit war die mit mir. Die Wahrheit ist, du hast nie akzeptiert, dass ich besser bin als du. Du bist ein Versager, Otto. Und wirst es immer sein. Geben Sie mir das Antiserum. Otto, Sie haben Ihr ganzes Leben den Menschen geholfen. Bitte. Du kämpfst gegen den Falschen. Aber wie du meinst. Wir haben nicht viel Zeit. Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Tat büßt! Oh shit, was mache ich? Jetzt! Wir sind noch nicht fertig. Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss oh, shit. Alles verlieren! Oh, yes!
So einfach wird es diesmal nicht, Otto. Oh, shit. Ein schöner neuer Anzug wird nicht helfen. Ich kenne ihre Schwächen. Ich habe keine Schwächen. Ja, merke ich. Genug gespielt. Beeilung. Siehst du, ganz easy, hab dich wieder. Hör auf die ganze Zeit sowas. Menschen, oh mein Gott. Sterben. Sie brauchen das Antiserum jetzt! Ich heile die Stadt, nachdem Osborn erledigt ist! Willst du noch irgendwas auf mich schmeißen, oder? Ich brauch ein paar Sachen, jawohl. Geld. Oh, die Stadt retten, dann tut ihr, was immer sie wollen. Ich weiß bereits, was ich will. Jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dir weh tue. Du tust mich schon die ganze Zeit, du merkst es nicht. Hab dich. Nein, ich hab gedacht, ich hab ihn. Wie viel zahlt Osborn, damit du ihn beschützt? Ich beschütze ihn nicht! Ich will nur die Stadt retten! Nein, 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 nein! Jetzt! Du verschwendest meine Zeit! Merk ich. Hey, ich hab's doch gepackt, Alter, ey. Jetzt. Wie oft noch? Geben Sie mir das Antiserum. Ich verspreche, Osborn wird angeklagt. Lügner! Genau wie Osborn! Nichts als Lügen! Bin ich Osborn, Alter? Oh, shit. Dem Mann passiert, der Menschen helfen wollte. Der Schwächling? Der Loser? Er ist weg! Schwächling, der Loser, der war wenigstens ein Mann, Alter. Doktor, Sie sind nicht bei Verstand. Im Gegenteil. Ich habe endlich Klarheit. Merke ich, du hast üble Klarheit. Bitte! Mit jeder Sekunde im Kampf kann niemand sterben! Ja! Und Osborn ist für jeden Einzelnen verantwortlich! Warum tun Sie das? Weil meine Zeit gekommen ist! Ey, Mann, Alter. Eins, zwei, drei. Osborn ist der Verbrecher, nicht ich! Ja, ja. Komm. Oh. Doc Ock. Hab dich. Und hab dich. Schluss damit! Wieso hat er nicht weitergeschlagen?
Ach so. Und hab dich. Was tust du? Nein! Wie enttäuschend. Parker. Sie wussten es? Ich wollte sie warnen. Aber sie hörten mir nicht zu. Sie wussten es. Du wirst nicht siegen. Das bedeutet mir zu viel. Sicher nicht mehr. Halt's mir! Alter, jetzt wird's ein totaler Kampf. Das verstehst du nicht! Du hast nie so gelitten wie ich! Nie so gelitten wie du? Alles klar. Du solltest mir helfen! Hab ich! Ey, diese Musik ist echt krank. Denken Sie daran, wer Sie waren! Dieser Mann ist tot! Du kannst mich nicht retten, Peter! Dann müssen Sie sich wohl selbst retten! Nicht vorbei, Doc! Sie waren so wichtig für mich! Mich dazu bringt! Wir wollten die Welt verändern! Sie sehen müde aus, Parker. Nicht müde! Nur verletzt! Brutaler Kampf, ey. Wenn man die Welt verändern will, muss man bereit sein, auch die härtesten Entscheidungen zu treffen. Das ist wirklich wahr! Nein! Peter, Sie waren wie ein Sohn für mich. Ich hätte wissen müssen, dass sie sich auch gegen mich stellen, so wie alle anderen. Gegen? Gegen? Ich habe sie angebetet, ihren Geist, ihr Bestreben, anderen zu helfen. Und wie sie nie aufgaben. Weil Menschen wie wir eine Pflicht haben, eine Verantwortung, unsere Talente für andere zu nutzen. Auch wenn diese es nicht schätzen.
Wir müssen für die sorgen, die unter uns stehen. Ob sie es begreifen oder nicht. Nein, das ist falsch! Sie sind das, was ich immer sein wollte! Und sie haben alles weggeworfen! Ja, natürlich. Sie haben recht, Peter. Das ist mir jetzt klar. Die neurale Schnittstelle beeinflusste mich. Aber das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Zusammen. Wenn Sie mir helfen. Ich werde tun, was ich kann. Ich sorge für die beste Hilfe. Nein! Wenn Sie mich einsperren, nehmen Sie mir meine Arme! Dann bin ich in diesem nutzlosen Körper gefangen! Bitte, Peter. Das war nicht ich. Sie haben gesagt, Sie lassen mich nicht im Stich. Niemals. Wissen Sie noch? Und natürlich, keine Sorge. Ihr Geheimnis ist sicher bei mir. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doc. Mehr kann niemand von uns tun. Peter? Auch wenn es unendlich wehtut. Peter, wo wollen Sie hin? Peter? Peter! Krass, allein. Schon emotional. Noch verwendbar. Aber wir brauchen die gesamte Probe, um mehr zu produzieren. Wie lange dauert das? Stunden. Vielleicht einen Tag. Und wenn wir jetzt damit jemanden heilen? Dann bleibt nicht genug für die anderen. Ich lass dich kurz allein. Hart. Es wird alles wieder gut, Ma'am. Ich habe das Gegenmittel hier. Nimm deine Maske ab. Ich würde gern meinen Neffen sehen. Du weißt es? Schon eine ganze Weile. Ich wollte nicht, dass du dich sorgst. Das tat ich. Und ich bin so stolz auf dich. Und Ben wäre es auch. All die Leute, die du gerettet hast. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Oh, krass. Krass.
Alles wegen den, Alter, ey. Also? Hi, Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Glückwunsch. Danke. Ich wusste, du schaffst das. Was ist mit dir? Was gefunden? Oh, nein, aber... Ich bin gleich bei Ihnen. Danke. Mhm. Ich dachte, ich sollte vielleicht den Beruf wechseln. Hm? Ja, ich glaube, ich möchte Koch werden. Tut mir leid. Es ist... Du bist Wissenschaftler. Ein guter. Mein letztes Projekt brachte einen Monster-Oktopus hervor, der fast die Stadt vernichtet hätte, also... Ja. Ich meine, du machst ein tolles Hähnchen-Curry. Oh ja, an den Knödeln arbeite ich noch. Gehst du campen? Oh, meine neue Wohnung ist erst in einer Woche fertig, also werde ich erstmal bei Miles übernachten. Oh. Weißt du, du kannst jederzeit bei mir wohnen. Nur wenn du willst. Nein, ich meine ja, ich meine nein, ich will nicht, das heißt, ich würde wollen, aber nur wenn du es willst. Ich habe es immer gewollt. Ich auch. Ey, warte mal, zeigen die jetzt nicht Dinge? Miles, was mit Miles passiert ist oder so, ey. Hart, Alter, ey. Zimmer überspringen. Tja, ich bin kein Experte oder so, aber es liegt wohl daran, wie du sie fragst. Ich glaube, ich bin zu nervös. Hey, okay, wo soll das hier hin? Einfach dahin. Okay. Hey, also, Pete? Ja? Ich muss mit dir über was sprechen, was ich meiner Mom nicht erzählen kann. Über was denn? Tja, bei mir passiert irgendwas. Also, körperlich. Oh. Oh. Ja, du bist jetzt in dem Alter, in dem dein Körper sich verändert und es gibt da gewisse, also, Bereiche... Nein. Nicht das. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es dir zeige. Ja, genau. Nein, bitte tu's nicht! Ganz schön schräg, was? Wie man's nimmt. Krank, Alter. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit der Folge. Das war's mit Spider-Man. Marvel Spider-Man. Und Leute, nächste Folge sage ich. Wir sehen uns bei Marvel Spider-Man Miles Morales. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst meine Bewertung da und guckt unten in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Hade. Ich will nicht, dass Dinger irgendwas passiert mit Dinger. Claim oder so. Kommt noch irgendwas? Wir waren dicht dran. Ich mache weiter. Ich finde ein Heilmittel. Das werde ich. Ich liebe dich, Sohn.
Ey, das hat mich gerade genockt zum Schluss, ey. Krass. Okay. Ja, Leute, wir sehen die Anzüge. Schauen wir uns kurz die Anzüge an, was ich freigeschaltet habe. Ah, das war dieser Anzug. Okay. Ja, Leute, das war's mit der Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall bei Miles Morales. Hade.